etwas tun, das ist die Frage. Und dafür gibt es zwei Gründe. Einmal, weil es richtig ist, geboten ist, oder weil es mir was nützt. Und beide Gründe erfüllen wir und deswegen sollten wir eben demonstrieren. Das ist ja der einfache Case. Deswegen ist es richtig, das zu tun und es ist gut. Diese Seite sagt hier ganz einfach, naja, das haben wir jetzt gerade gehört, das entwertet ja die Medaillen für die anderen Sportler, weil die hätten ja sonst sozusagen, dann ist Gold nicht mehr so viel wert. Der Faktor ist auch der, wenn der andere angetreten wäre, hätte Gold und hätte ich nur Silber. Ja? Also das ist Unsinn. Im Endeffekt, ich habe ein Upgrade, aber es ist halt nicht so schön. Das ist so dieses Prinzip nach dem Motto, mein 7er BMW ist besonders dann schön, ja, wenn mein Nachbar eben keinen Rolls-Royce hat. Ja? Ist klar, so in der direkten Abwägung. Am Ende ist es doch egal, ich sitze in einem 7er oder eben in einem Rolls-Royce und der Punkt ist, unser Goldmedaillengewinner, der ist jetzt hat, der sitzt halt in dem Rolls-Royce, vollkommen egal, ob der Nachbar was anderes hat, es ist die gleiche Sitzhaltung und deswegen ist es gut. Und dann haben sie auch noch unseren Punkt gekauft mit dem Screen. Ja, ich sag, das ist ja die implizite Aussage von Marc-André. Naja, dann gibt es am Ende weniger Sportler, die eventuell politisch sich äußern können. Das heißt, an sich ist politisches Äußern richtig gut, nur wenn das irgendwer macht, dann wird es eben verhindert. Das ist ja vollkommen widersinnig nach dem Motto, naja, wenn jemand was macht, dann probieren die dagegen vorzugehen. Das wäre auch im Grunde genommen genau der Case nach dem Motto, wir sind das Volk, die aufgerufen haben. Das war ja auch die erste Seite, dass man sagte, dreist Schuld. Ja, wir animieren die Leute sozusagen aufzustehen. Dass man den Leuten dann sagt, ne, es wäre ja besser, ihr wärt gar nicht aufgestanden, weil am Ende kommt die Stasi und probiert es zu verhindern. Am Ende seid ihr frei, das ist genau der Punkt. Und deswegen ist es richtig, das zu tun. Ja. Danke. Ich nehme mal an, ihr habt mit allem recht, was ihr sagt. Würdet ihr dann auch sagen, die deutsche Fußballnationalmannschaft sollte genau das gleiche tun bei der WM in Katar oder von mir aus auch bei der WM in Brasilien, weil alle eure Punkte so richtig sind an dieser Stelle? Die brauchen das gar nicht. Der Unterschied ist doch der, es sollte erstmal generell gut sein. Wir glauben, es wäre auch generell gut, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft dafür einsteht, wenn das nötig wäre, also auf dieser abstrakten Ebene sozusagen gegen Homosexualität zu kämpfen, weil das schlecht ist, das teilen wir, geschenkt. Ja, also diese ideale Ebene, die hatten wir auf der ersten Hälfte, das ist ja auch irgendwie in sich klar, ja, das ist Gutes für Menschenrechte, Homosexualität, für die Gutmenschenpunkte. Schön. Der Punkt ist, kann man alles machen? Die brauchen es aber nicht. Das ist nämlich der Punkt, warum Sochi, ja, und warum Winterspiele. Wir haben Ihnen das schon gezeigt, relativ einfach. Winterspiele, da verdient man halt nicht so viel. Ja? Winterspiele sind eben nicht so populär wie